Ich habe die große Ehre für euch, ein paar Worte zu richten an euch, die ihr ja eigentlich viel mehr über die Liebe wisst als ich. Ich bin ein Suchender und geboren 1943, mitten im Chaos. Deswegen heiße ich auch Hartmut. Es war notwendig. Und dann so allmählich wanderte ich im Rucksack meiner Eltern in den Westen, obwohl ich im Osten aufgewachsen bin, wanderte dann in dieser Zeit, als ich Schüler war, immer zwischen diesen beiden Welten hin und her. Meine Großmutter in Sachsen-Anhalt, ich im Westen. Und so lebte ich eben als Wanderer zwischen den Welten und suchte, wo ist Festigkeit. Ja, wo ich Festigkeit gefunden habe, war die Liebe, und zwar die Liebe zur Chemie. Ich liebte die Chemie mit all ihren bunten Farben, ihren Explosionen und Gerüchen. Und so kam ich zur Liebe. Und merkte darin, dass es etwas Vibrierendes. Immer dann, wenn ich dieses Vibrieren spüre, dann ist die Liebe da. Deswegen fällt es mir sehr schwer zu definieren, was sie ist und wie wir sie bringen. Aber ich denke, wir bringen sie am ersten besten so in die Gesellschaft, wie wir oder ihr es im Moment tun. Nämlich den Mut zu haben, sich dazu zu bekennen. Und im Verlaufe meines weiteren Lebens, ich lebte dann so ein ganz normales Leben eines Studenten in Marburg, hatte so geistige Inspiratoren wie Wolfgang Abendroth, den manche vielleicht kennen, oder dann später in Tübingen Ernst Bloch. Und so auf diese Weise bekam ich etwas mit, neben der Chemie, was das Wichtige im Leben ist, nämlich die Liebe. Auch bei Ernst Bloch, obwohl es bei ihm etwas verborgen ist. Und dann brach etwas zusammen, nämlich meine Existenz, sozusagen meine Familie, und das war eine turbulente Zeit. Und in dieser turbulenten Zeit suchte ich und fand auch einige Wegweiser, zum Beispiel in Tamera. Oder ich besuchte das ZEC oder fand dann auch in Mai 2004 oder so. Und dann ging mir ein Licht auf und ich sagte, wir müssen es fertig bringen, unsere Gefühle in die Gesellschaft hineinzutragen. Und so habe ich dann, als ich schon mein Amt, mein Lehrstuhl zu Ende ging, mich darauf konzentriert, irgendwie Wege zu finden, das auch in die Wirtschaft hineinzutragen, Kollegen zu beeinflussen. Und das geht. Es geht langsam, aber es geht, indem wir uns dazu bekennen und den Mut haben, entgegen den Diffamierungen von außen eben einfach dabei zu bleiben und die Verbindung zu euch, zu der Gesellschaft, zur Community zu behalten. Das ist alles, was ich so gelernt habe. Die Frage ist natürlich, wie können wir diesen Mut verbreiten? Und das ist das Zentrale. Wir haben, also viele von uns haben Angst vor der Liebe. Und es gibt ja sehr, sehr viele auch Einflussmöglichkeiten von außen, auch ich spüre sie persönlich immer wieder, wo wir in unserer Liebesfähigkeit konzentriert und festgenagelt werden. Das Besitzen der Liebe des anderen ist etwas, was uns daran hindert. Und ich glaube, das sitzt in uns allen drin, denn wir sind konditioniert von dem, was in der Vergangenheit stattfand. Und allmählich das zu überwinden, das ist unsere Aufgabe. Und das ist meine Überzeugung. Wir brauchen einfach etwas mehr Mut, uns dazu zu bekennen, zur Liebe. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen.